Wir sind an dem Platz, einem Vorort von Kiew, wo gestern mehrere Zivilisten von einer Rakete getroffen wurden. Hinter mir eine Kirche, die fast völlig zerstört worden ist. Hier ein Auto und da sieht man die Kraft und die Wucht dieser Raketen. Wenn wir hier einmal ein bisschen vorgehen, können wir die Einschläge sehen und immer noch hören wir das Donnergrollen hier in Irpin, diesem Vorort, der zur Hölle geworden ist bei Putins Krieg. Und wenn wir hier in diese Richtung gehen, sehen wir den Koffer, den Menschen schon gepackt hatten, um die Hölle, um aus der Hölle zu fliehen. Aber sie wurden vorher von den Raketen getroffen. Komplett zerstörte Kirche. Man riecht förmlich noch die Einschläge. Selbst vor Kirchen machen diese Raketen nicht Halt. Und man kann sich vorstellen, was das bedeutet, wenn weitere Raketen hier auf diesen Vorort und auf Kiew fallen. Hier gibt es überhaupt kein Handynetz mehr. Alles ausgefallen, keine Elektrizität. Und die Menschen versuchen hier verzweifelt rauszukommen aus diesem Vorort. Jetzt gibt es gerade ein kurzes Zeitfenster. Und wenn man hier weitergeht, in diese Richtung, sehen wir wie eine Familie mit zwei Kindern. Die Stadt verlässt. Das ist Kiew, das ist Putins Krieg, das ist Irpin, der Vorort hier der Hölle.